Und weiter geht's. Hallöchen, Kumpels und Kumpelinen. Da sind wir wieder bei Pokémon Rosensaphir mit Troyad. Ich habe das mal vorweggenommen. Ja, und ich habe mir einen Tintacher gefangen im letzten Part. Ja, ich habe mir aus dem letzten Part noch Ignatz mitgenommen. Ignatz? Ignatz, den Trainer. Achso, ich dachte Ignatz aus Harvest Neue Augen. Nein. Oberen Ignatz, oder wie hieß sie? Ja, irgendwie so. Aber auf jeden Fall, wir haben einiges erlebt in den letzten Parts. Wir haben die Arenaleiter besiegt, ich natürlich wie immer zuerst. Ja. Du dann beim zweiten Versuch. Ein guter zweiter Versuch. Du hast den guten zweiten Platz belegt. Ja, richtig. Und dann hast du dir einen Tentacher gefangen, das du Thaddeus genannt hast. Ja. Und jetzt werde ich ihm Surfer beibringen. Ja, ich bin gerade auf dem Weg von Blütenburg City über die Wasserroute nach Faustauhafen. Und hier sieht da gerade die Trainer, haben ein paar Items gefunden, unter anderem eine Herzschuppe. Und jetzt bin ich gleich an Faustauhafen angekommen. Fantastisch. Und du wirst auch noch irgendwas machen. Ja. Ich muss nämlich mein Spinarooni noch trainieren, das ist nämlich momentan ziemlich schwach. Hey, kann Fußstrahlen. Schöne Sache. Kann ich gegen Kratzer tauschen. Ja, und ich habe erstmal um Klamauk. Ach so, ist gar nicht kopierte Effekte des Gegners gibt es im Angriff. Naja, ich nehme Schnüffler. Sneeflare. Sneeflare? Konfüstral ist da besser als Sneeflare. So, niemand braucht Wickel. Wenn du ein Baby hast, schon. Ja, dann vielleicht, aber ich habe keinen. Dann musst du es wickeln. So, Fassade braucht einen Shop, da kann ich, glaube ich, den Teil nicht beibringen. Ich wünsche mir langsam mal wieder eine neue Entwicklung oder ein neues Pokémon. Also, ich habe ja eins, also. Du hast dein Team ja schon fast voll. Ich muss übrigens kurz deins abhaken. Ja, stimmt, ja, wir haben ja unsere Abhackliste. Es fehlt ja eigentlich nur. Dir fehlt nur noch eins und mir fehlt nur noch eins. Ja. Und ich weiß jetzt. Der dauert das halt noch ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, wann deins drankommt. Meins kommt wirklich sehr bald. Ja? Ja. Okay. Schon witzig, jetzt kriegst du dein Team vor mir voll, obwohl ich die meiste Zeit eins mehr hatte. Ja. Ha, Ironie. Oder auch Ironie genannt. Ironie. Ganz. So, mal hoffen, dass ich Wasser-Pokémon töten kann mit diesem Viech. Sicher nicht. Ich bezweifle es ehrlich gesagt auch. Ja. Sie können dich töten auf jeden Fall. Das steht schon mal fest. Antik? Ja. Oh, das ist gut. Naja, nur dass er schneller ist. Das ist schlecht. Dann kann ich ja schon mal Thaddeus Macht demonstrieren. Thaddeus. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus, wie ein UFO auf Beinen. Ja. Das Krieg der Welten, so ein Alien-Viech, ne? Ja, so ein Raumschiff-Ding. Säure. Hey, das haben sie auch gerade für mich. Wow. Warum macht das so viel Schaden? Weil Tintacher gut ist. Welches Level war das gerade? 30. Meins 32. Ah, dann geht das ja noch. Ich bin es einfach trinke. So, Crispy Chicken hat gewonnen. Und ich glaube, so langsam. Obwohl, Wasser war gut gegen Eisen, oder? Ja. Aber es ist ja auch Boden. Nee, Wasser ist gut gegen Stein. Was gegen Eisen? Nee, gegen Eisen ist nur Stahl. Protein. Protein. Ja, ich trainiere Spinarooni doch lieber über EP-Teile, weil das ein bisschen riskant ist. Das ist richtig. Aber wenn das hier so ein Sandband ist, dann muss hier doch irgendwas liegen. Ich glaube nicht. Nein, nicht ins Wasser. Du bekämpfst ein Mädchen. Ein Mädchen, ja. Hydro. Oh Gott. Hey, habe ich doch gar nicht eingesammelt? Nö, scheinbar nicht. Oder der kommt neu. Ich glaube nicht, dass da irgendwas neu hinzukommt. Ha, neu. Ich glaube, ich komme gleich zum Schiffswrack. Ja, stimmt, das Schiffswrack. Das wir schon öfters mal auf der Großfahrt gesehen haben. Und das, da müssen wir uns dann auch entscheiden, wer welches nimmt, das Item. Ja, stimmt, ja, da gibt es ja auch viele zwei Items. Mhm. Ich nehme einfach mal den Zahn und du die Platte. Ja. Ohne mal zu sagen, was ist. Oder irgendwie Zahn zu geben. Ja, ich habe keine Ahnung, was man daraus kriegt dann, aber ich nehme es jetzt einfach mal. Ach, weißt du das gar nicht? Nö. Ah. Alabis und Gorabis. Und dieses Schule. Ja, genau, das Schule. Und ich, das definiert sich darüber, dass es schwul ist. Welches ist denn Alabis? Ich denke mal der Zahn, oder? Ja. Siehst du? Den habe ich doch gut gewählt. Aber ich will nicht das Schwule haben. Dann ist das besser. Jedenfalls in der fünften Generation. Vorher sind beide scheiße. Ja, aber wenn, dann wollen wir es sowieso nur für den Dex haben. Jupp, jupp. Wenn überhaupt. Almut? Almut. Warum Almut heißt sie nicht? Auf Japanisch heißt wahrscheinlich Armut. Almut gibt mehr Mut. Ah, ist so gut, wenn du ein Kind Armut nennst. Ah, los, Batman. Los, Armut.
Ja, jetzt muss ich LeFly trainieren. Ach ja. Wieso hat das eine Steinattacke? Weil es ein Klops ist. Ich verstehe auch nicht, warum sich im Kreis drehen und über jemanden rüberrollen eine Steinattacke sein soll. Ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass man relativ unempfindlich sein muss, um das zu machen. Und Steinpokémon sind relativ unempfindlich. Und Wale anscheinend auch. Und Wale sowieso. Das ist ja sowieso nur so ein Tauchenschwabbel. Ich möchte mal wissen, wie Wailord das kann. Ach, sehr kann seitlich rollen vielleicht. Ja. Aber dann ist es auch eine Gruppenattacke. Ja, das ist dann so ein Naturkatastrophenniveau. Dann, Wailord setzt Walzer gegen das Meer ein. Gegen das Meer, gegen die Welt. Das ist so cool, im Pokémon Colosseum gibt es einen Trainer, der hat zwei Wailords. Oh. Das heißt dann so zwei Wailords in 3D. Was dann halt so, die Kamera muss irgendwie so richtig extrem weit rauszoomen. Das ist, glaube ich, auch der einzige Grund, warum immer die Arenen so weit sind beim Kämpfen in Pokémon Colosseum. Wegen Wailord? Ja, weil man immer so weit sehen kann. Ich nutze mal eben Schutz, weil, ne? Ja, irgendwie. Bitte. Er ist eingeschlafen, während er im Wasser war. Ungefährlich. Er ist irgendwie ertrunken. Er ist ja ein Geist. Du hast deine Trainerin vergessen. Die habe ich doch eben gerade bekämpft, oder? Ach so, ja, die hast du schon bestimmt. Entschuldigung. Es kommen noch höherlevelige Pokémon, meine Güte. 35. Oh, jetzt haben wir es. Na gut. Batman. Flöckerschlag. Giftzahn. Säure. Stärkste Attacke, die es gibt. Nicht. Säure? Nein, Umklammerung. Das ist, glaube ich, die schwächste Attacke, die es gibt, die Schaden macht. 10. Und Flugsauger? Der sagt, glaube ich, 20. Echt? Ja. Wow. Wow. Hey, 100 Schritte sind auf dem Meer irgendwie ziemlich wenig. 25. So. Er macht noch ein Nickerchen. Der hat Sandan und Sandana. Wie auch immer die im Wasser kämpfen. Er ist auf der Insel. Ne? Er ist auf der Insel. Auf der Insel? Auf der Insel? Also da darf der das. Achso, den. Ich dachte, du meinst den anderen Typen, den du gerade gekämpft hast. Nein, ich meine dich jetzt. Oh. Warum soll ich das sonst wissen? Ah, die Bruder und Schwester und die verlieren ständig. Kein Wunder. Tolle Familie. Die Geschwister sollten auch nicht zusammen. Wir sind miteinander, wie die Siegers. Die sollten nicht miteinander zu tun haben. Zu tun haben. Ich habe meinen Bruder in den Schrank gesperrt. Ich habe gar keinen Bruder. Ja. Nein, ich habe keine Geschwister, leider. Ich keine leiblich. Mama. Denk mal, das ist ein offener Aufruf. Nein, jetzt nicht mehr. Ich benutze mal meinen Thaddeus, weil ich es kann. Und demonstriere die Macht von einer Qualle. Gegen ein Stachelschwein. Genau. Ja, es ist, glaube ich, eher ein Igel. Kann auch sein, ja. Obwohl Igelava ist eher ein Igel, aber. Ja, aber den gibt's hier nicht. Ja. Was soll eigentlich Bane sein? Zubiris? Ja. Das ist einfach ein Goblin, glaube ich. Ein Goblin? Ich glaube ja. Das müsste eigentlich auf einen Goblin mal sehen. Okay. Oder auf irgendeinem japanischen mythologischen Viech. Ja, das kann auch gut sein. Wenn man es nicht weiß, dann ist das sowas. Ja, halt irgendein Dämon. Ach genau, und ach so, genau. Wir müssen bald wieder, ne? Mhm. Obwohl, ne, 46. Wir haben noch 5. Achso. Ne, 12 sogar. Hä? Nee. Kommt nicht hin. 5 Minuten, 7 Minuten haben wir noch. Ja. Mathe. Ich meine auch, 2, dann sind es noch 5. Ja, natürlich. Tolles Anzeichen, was niemand sieht. Hast du auf der kleinen Sandbank die Herzschuppe mitgenommen? Nee, ich habe kein Herz für Schuppen. Oh, ich glaube, da war ich gar nicht. Ha! Hier ist nämlich ein kleiner Spoiler auf das, was kommen wird. Wenn man sich an den Stein in der Wüste erinnert, den Ed gezeigt hat. Hier ist noch so ein Ding. Nicht weiterreden. Ja. Ich sag nur, wissen schon alle, musst du nicht erzählen. Ja, genau, das ist einfach noch so ein Stein. Er steht halt rum. Zufälle gibt's, ne? Mhm. Ah, Item. In Wirklichkeit heißt es nicht Carpador, sondern Carp Door. Also. Alter. Ja. Beleber. Carp Door. Natürlich. Soll das witzig sein? Nee, das war total ernst gemein. Glaube ich dir nicht. Oh. Wie glaubst du mir irgendwas? Nee, warum auch? So, ich trete Möwen. Mhm. Okay, anscheinend
wenn man ein Hühnchen mit seinen Vögeln schlägt, dann ist es sehr effektiv. Aber wenn man einen Vogel, also eine Möwe, tritt, dann ist es nicht sehr effektiv. Merkt ihr das? Logisch. Das ist doch ganz logisch. So, ich switche mal eben. Los, Nick, sag's mal, das ist fertig. Twitchst mal eben. Ja, ich streame mal eben auf Twitch. Nein, du zuckst mal kurz. Ja, das auch. Es gibt ja diese Streaming-Seite Twitch TV. Ja, das meine ich nicht. Ich habe übrigens in den letzten Tagen sehr viel Monster Hunter gespielt. Mhm. Ich war gestern bis 6 Uhr morgens wach. Oh mein Gott. Ja, ich habe bei euch ein kleines Problem. Hallo, ich bin mit Monster Hunter Freedom United. Jetzt darfst du einen Piep reinsetzen. Aber Gott, scheiße. Endlich hast du das auch mal gemacht. Ja, ich habe eben noch gedacht, ne? Das ja. Ich bin Troy, habe ich gedacht, und du sagst dann das. Also, ja. Das darfst du auch mal in Piep reinsetzen. Ah, das schreit mich auf. Ach, das. Bei Minute 56, Piep. Beep. Piepen. Ich eingekreist und jetzt bin ich mir an den zweiten Bildschirm. Kannst du wieder einen Derp draufsetzen? Ja. Mit freundlichem Smiley. Neben Derp-Face. Oh, Sepa, das war auch eine. Überlegung wert für mich. Aber da ich schon Starter-Pokémon Wasser hatte. Ich weiß, glaube ich, schon, wie ich das zensieren werde. Ja? Ja. Musst du mir sagen. Oh, warte. Batman entwickelt sich. Yeah. Ah, Batman. Jetzt wurde Batman zu Super Batman. Z-Bart. Ja. Ah, oh, wie geil. Ich liebe X-Bart. Das ist einfach eins meiner Lieblings-Pokémon. Ja, das finde ich übrigens auch sehr gut. Ich glaube, das steht sogar an Platz 2 hinter Fabuzzi. Das solltest du wissen, ist deine Liste. Ja. Ah, wohl, Frostedi ist auch ziemlich awesome. Aber egal, X-Bart ist. Wow, das war irgendwie unspektakulär. War das die Entwicklung von Tanzer? Was? Frostedi? Nee, das war Frostelka, die Entwicklung von Tanzer. Frostedi war von diesem Eisbocken, was es hier gibt. Phenontor? Genau, Phenontor, davon die Vorentwicklung, da war so eine Alternative. Schnäppke. Genau, Schnäppke, das war die alternative Entwicklung. Neben Phenontor gab es dann noch Frostedi. Echt? Ja, in der vierten Generation. Kenn ich gar nicht. Ja, ist halt, ne? Vierte Generation hast du auch, glaube ich, nicht gespielt, oder? Ach so, ja, richtig. Oh, da ist noch eine Arzandbank. Oh, er will durch die 7 Weltmeere schwimmen. Ey, ich würde niemals im offenen Meer schwimmen. Ich hätte so viel Angst, dass irgendwas unter mir ist. Ja. So, hier ist dieser ominöse Stein. Und mehr sagen wir dazu auch nicht. Nee. Dazu kommen wir nach der Top 4. Richtig. So, dann Schutz wirklich. Warum machst du Schutz? Cool, so viele Pokémon kommen noch gar nicht. So viele Pokémon kommen noch gar nicht. Also so, als wenn man einfach nur durch rohes Gras rennen würde die ganze Zeit. Wie geht das? Ich find's unerträglich. Kann ich gerade einen Trainer oder ein wildes Pokémon? Ah, hier. Ist denn die Herbschuppe, die du mir unbedingt andrehen wolltest? Naja, die braucht man für einen Vertackenerlerner. Vertackenerlerner? Attackenverlerner, oder? Ja, genau, dafür braucht man die. Ich habe immer früher ganz viele Libiskus gefangen. Warum? Weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, einfach irgendjemandem Raub beizubringen. Ach so, wegen den Dingern. Ja, man kann ihn einfach immer nur mit Raub einmal schlagen und dann kriegt man die Herzschuppe. Dann kannst du die ablegen und das nächste schlagen. Mhm. Aber ich habe wieder alle gefangen, dann habe ich mir 2 Boxen voll mit Libiskus. Wie viele Herzschuppen? Ich glaube, ich hatte da auch so 20, 30 Stück. Nur für Attacken verlernen? Ja. Hast du die auch gebraucht? Ja, ich habe halt immer so ein bisschen rumprobiert. Okay. Ah, ich bin erstaunt. ich bin erstaunt. So, jetzt noch 2 Minuten. Ja, stimmt. Gut, dass du auf die Uhr guckst. Immer. Denk mal, ich komme auch gleich aufs Schiffswrack. Auf den Schiffswrack? Also, ne, der Wrack, den man trinkt. Kein Item? Doch. Kein Item? Echt nicht? Nee, das ist nur Deko. Das kann doch nicht angehen. Aber das wundert mich jetzt aber. Das ist ein Detektor, Junge. Detektor. Das war ein Hinweis, oder? Ein Hinweis, was? Das ist schon bei mir so ein bisschen einprogrammiert. Gibt's nichts. Blue's Clues. Hey, Blue hat einen Hinweis gefunden. Ich bin beim Schiffswrack. Yay, da können wir aber noch nicht so viel machen. Eigentlich wären das dafür brauchen wir nämlich noch einen VM. Das wären nur 3-4 Felder, auf denen man da gehen kann. Aber ich kann trotzdem ein bisschen, dass so viele Leute hier rumhängen. Ja, ne? Vom das Schiff sah von außen sehr viel kleiner aus. Ja. Disney-Logik. Nee, von dem war das die Logik. Also, ja. Schiffe dieser Art sind sehr selten. Da schaue ich mich hier gut um. Das sind die anderen Kabinen. Wow, kannst du mir hier reinfallen? Pass doch mal. Irgendwas hat das immer gemacht, dass die Häuser von innen wesentlich größer sind als von außen. Games Logik halt. Hafenbrief, wow. Das ist ein Brief gefunden.
so. Ganz wichtig, immer in die Mülleimer gucken. Ja, das ist der Hauptbestandteil davon. Ach, hier war ich schon. So, los, Spinaruni. Ach, oh, das kommt schon mal. Hier ist es doch wirklich lustig, nicht wahr? Ich bin total aufgeregt. Ah, ich bin auch total fehlt. Ich reg mich total auf. Ah, es gibt doch Trainer hier. Wenn wir zur See fahren, nehmen wir Matrosen immer unsere Pokémon mit. Wie wäre es mit einem schnellen Kampf? Ein schneller Krampf? Ah, mein Bein. Die nehmen sich bestimmt Rosana und Co. mit. Ja. Du verstehst schon, was ich meine. Jeder, der nicht kennt, was Rosana ist, ich hab Glück. Besser als das als gar nichts, ne? Denken sie sich. Nach 6 Monaten auf hoher See. Ich glaube, den wird dann irgendwann schon die Blauwurzel eng. Kannst du bitte andere Metapher benutzen? Warum? Weiß nicht. Die wäre doch passend. Da kannst du schon runter. Das gehört schon dazu. Hab ich den? Ja, nee. Haben wir eigentlich schon über Generation 6 von Pokémon geredet? Nein, wir machen jetzt erstmal Part zu Ende und können dann gleich wieder darüber reden. Nächstes Mal. Moment, also. Moment. Achso, ich bin noch gar nicht so weit. Achso. Dann machen wir noch kurz weiter. Ja. Nächstes Mal werden wir. Nächstes Mal werden wir ausführlich oder auch nicht ausführlich, je nachdem, wie du Bock drauf hast, über Pokémon X und Y reden. Ich habe nicht viel Ahnung davon, deswegen müssen wir mal gucken. Ja. Du wirst mir schon was Schönes davon erzählen. Oh ja. Gott, das war sehr effektiv. Vierfach sehr effektiv, um genau zu sein. Eisenschweif. Schweißeneif. Oh, das bringt aber auch ganz gut was. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ganz ruhig, wir haben es gleich. Beruhig dich! Ich lasse jetzt diese Musik einfach laufen, bis du fertig bist. Wirklich? Ja. Das ist nett. Man hört sich die Lieder ja nicht komplett an. Die machen sich extra nicht, wir machen irgendwie eine Minute lang ein Lied. Ach, warum? Man hört es nicht an. Ich hätte Surfer benutzen sollen, dann hätte man endlich mal Surfer gesehen. Tja. Naja, bei mir hat man schon Surfer gesehen. Aber bei mir noch nicht. Ich frage mich, ob manche Leute wirklich nur auf einen Bildschirm gucken. Oder ob sich beide immer beide angucken. Beide immer beide angucken. Ich würde immer beide angucken. Ich glaube, ich würde bekloppt werden, wenn ich immer wechsle. Ja. Ich bin der First Gym Killer. Deswegen guckt man eher bei mir. Natürlich. Weil du halt immer die First Bloods hast. Gut, das war's für diese Folge. Also, nächstes Mal werden wir über Pokémon XY reden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.